Sehr gut. Eastside Gallery Renten, Jörg Muschinski. Robert Muschinski, also fast richtig, fast richtig. Jo, hallo Leute. Ja, ich kann gern was sagen dazu. Also ich bin vom Bündnis Eastside Gallery Renten. Wie gesagt, Jojo hat es schon gesagt, wir kämpfen hier schon seit Januar, Februar gegen das Ding, was hier vorne in die Höhe wächst. Von einem Investor, alle werden es wissen, der früher fleißig für die Stasi gespitzelt hat. Allein schon ein Skandal. Also es gibt hier mehrere Skandale an der Eastside Gallery. Einer ist eben der Investor selber mit seiner schrecklichen Vergangenheit. Ein Skandal ist der Umgang der Politik mit diesem Bauvorhaben. Es gab eine Genehmigung von der unteren Denkmalschutzbehörde vom Bezirk, die so niemals hätte ergehen dürfen, weil es so aussieht, dass dieses Gebäude hier die Umgebung des Denkmals direkt beeinflusst und zerstört. Und aus dem Grund, weil die Sichtachsen dadurch zerstört werden und die direkte Umgebung, ist es eigentlich aus dem denkmalschutzrechtlichen, aus dem Denkmalschutzgesetz, Paragraph 10, nicht genehmigungsfähig gewesen. Es wurde trotzdem genehmigt und es wurde sogar ein Deal gemacht mit dem Investor. Er kriegt die Genehmigung, wenn der Bezirk 600.000 Euro bekommt für seine Grünflächen. Und das ist, finde ich, auch schon wieder skandalös, dass hier man sich praktisch von einem Investor bestechen lässt, dass man eine Genehmigung gegen Geld rausdrückt. Also das, denke ich, ist auch ein Skandal. Dann haben wir eine Anzeige erstattet. Und zwar wollten wir die, wir haben uns erstmal erkundigt, wem soll man die denn geben, die Anzeige, weil wir das angezeigt haben, dass das nicht genehmigungsfähig ist, dass das gemeinschädigend ist, also eine gemeinschädige Sachbeschädigung. Es sieht nämlich auch so aus, dass wenn hinterher die Autos in die Tiefgarage fahren von diesem Hochhaus, sie direkt über den Sockel von der Mauer fahren, der wird noch überasphaltiert. Also ein überasphaltiertes Denkmal, eigentlich auch schon wieder ein Skandal. Ja, das ist eigentlich nicht genehmigungsfähig gewesen und das haben wir eben in unserer Anzeige alles schön zusammengefasst und haben dann jemanden gesucht, der dafür zuständig ist, sie entgegenzunehmen und zu bearbeiten und sind im Bezirk rumgelaufen, waren bei der unteren Denkmalschutzbehörde und beim Bezirk und alle haben gesagt, nein, wir sind nicht zuständig, da müsst ihr jetzt zum Senat gehen, ja, wo müssen wir denn hingehen, ja, geht zu Herrn Senator Müller, der ist dafür zuständig. Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Da haben wir gesagt, okay, dann gehen wir da hin. Da waren wir bei Senator Müller und die haben gesagt, nein, das nehmen sie gar nicht an. Wir sollen zum Herrn Kühne gehen von der oberen Denkmalschutzbehörde und Senatsverwaltung. Da sind wir da hingegangen, dem haben wir es dann gegeben. Und er meinte, ja, er verteilt es weiter an die ganzen anderen Ämter. Und das war am 3. September. Und dann haben wir nichts mehr gehört. Und dann haben wir mal nachgefragt, also wir haben die Piraten gefragt, die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus, ob die nicht mal nachfragen wollen, was mit unserer Anzeige eigentlich geworden ist, ob es eigentlich ein Aktenzeichen gibt, ob das überhaupt bearbeitet wird. Und ja, dann gab es eine Ausschusssitzung im Abgeordnetenhaus, sie heißt, glaube ich, Wohnen, Umwelt und Verkehr oder Bauen, Umwelt und Verkehr. Und da haben die Piraten das dann mündlich angefragt und bekamen auch mündlich die Antwort, ja, der Senat ist gar nicht zuständig, da müssen wir zum Bezirk gehen, der Bezirk wäre zuständig. Dann waren wir wieder beim Pannhof, haben die das nochmal vorgelegt hier vom Bezirk. Und er meinte gleich, ob wir den Bezirk ruinieren wollen und so geht das nicht. Und wir haben bis heute noch kein Aktenzeichen, jetzt haben wir schon November. Also seit 3. September haben wir es abgegeben. Ja, das ist 2 Monate her, nichts passiert und wir verlangen eigentlich einen sofortigen Baustopp zumindest und ein Moratorium, dass man das mal klärt, ob sowas überhaupt genehmigungsfähig ist, hier überhaupt zu bauen. Aber es wird dem nicht nachgegangen und der Grund ist ganz einfach. Aus unserer Sicht ist es einfach so, dass das die monetären Interessen sind, die das eben nicht zulassen. Das heißt, dem Bezirk käme es zu teuer, die Genehmigung zu entziehen. Der Bezirk hat kein Geld, der Senat will dagegen auch nichts unternehmen. Die hätten zwar, na gut, viel Geld haben sie auch nicht, aber man sieht es ja am Flughafen, wofür das Geld ausgegeben wird. Jedenfalls sagen sie, sie haben auch kein Interesse und kein Geld dafür, das zu verhindern. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die dennoch bleibt, ist im Endeffekt entweder an den Bund zu gehen, direkt an die Bundesregierung oder an die EU. Denn schließlich ist das hier nicht
nur die Grenze gewesen zwischen Friedrichshain und Kreuzberg, sondern dieses Denkmal hier steht für die friedliche Überwindung der Teilung nicht nur Berlins, sondern auch Deutschlands und der ganzen Welt und eigentlich auch das Ende des Kalten Krieges. 1983 war es, da wären wir beinahe alle in die Luft geflogen. Hat sich inzwischen herausgestellt, das war eine sehr heiße Phase damals, wo wir gelebt haben, wirklich auf der Schanze auf Messerschneide. Und es ist gelungen, am 9. November 1989 mit der friedlichen Revolution diesen Zustand zu überwinden. Und im Februar 1990, von Februar bis September 1990, haben dann die Künstler es geschafft, mit der NVA einen Vertrag zu machen, dass dieses Stück Mauer hier bemalt werden kann und dadurch auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben kann. Und deshalb sind auch die Bilder, die hier drauf sind, ein sehr authentisches Zeugnis, genau aus dieser Zeit 1990, wo das noch ganz frisch war, wo die NVA-Soldaten noch die Leiter gehalten haben, den Künstlern beim Malen. Und das war alles noch überhaupt nicht klar, wie das weitergeht, ob es zur Wiedervereinigung kommen würde oder nicht. Und sehr authentisch, dieses Denkmal, nicht nur für uns Berliner und für uns Deutsche, sondern wirklich weltweit. Also da kommen Japaner, da kommen Leute aus der ganzen Welt, sich das hier angucken und das auch zu begreifen, was diese Mauer eigentlich bedeutet hat, wie sie die Menschen getrennt hat. Ich denke, das lässt sich an dieser Stelle auch noch gut nachempfinden, solange dahinter nicht gebaut wird. Denn es ist ja nicht nur das Hochhaus, was hier kommen soll, es ist ja noch der 120 Meter lange Hotelriegel, der mittlerweile 9 Stockwerke hoch werden soll. Also fast so hoch wie das Mercedes-Hochhaus. Nur mal so ein paar Zahlen zu nennen. 120 Meter lang, das ist so lang wie das Allianz-Hochhaus da hinten hoch ist. Und 9 Stockwerke hoch ist, wie gesagt, entspricht etwa der Höhe des Mercedes-Hochhauses, was 55 Meter hoch ist, und das Hochhaus hier vorne soll 63 Meter hoch werden. Nur mal, dass man sich das vorstellen kann. Übrigens, hier gegenüber gibt es jetzt noch ein Bauprojekt, 80 und 90 Meter sollen da die Hochhäuser werden. Widerspricht im Übrigen auch nicht nur dem Denkmalschutz an der Eastside Gallery, sondern auch dem Bürgerentscheid Spreeufer für alle von 2008, wo ganz klar gefordert wurde, 50 Meter unbebaut zu lassen am Ufer und keine Hochhäuser zu bauen. Auch wieder ein Skandal aus meiner Sicht, dass der Bürgerwille hier so mit Füßen getreten wird. Da wird man sicherlich auch noch was machen müssen. Ja, so viel erstmal von meiner Seite hier. Ich kann vielleicht nachher noch mehr dazu sagen. Jetzt fängt Kani Alavi hier gerade an, ein Mauerbild zu malen. Das könnt ihr euch auch noch angucken. Und ich gebe nochmal zurück an Jojo erstmal und Dankeschön.